Ständig an seine Gesundheit denken zu müssen, kann stressig sein, vor allem wenn Probleme aus dem Nichts auftauchen. Obwohl eine Frau zunächst ins Nagelstudio ging, um sich verwöhnen zu lassen, endete ihr Tag mit einem Krankenhausaufenthalt. Schau weiter und finde heraus, warum. Unmöglich. Melissa Benson war schon länger ziemlich gestresst. Nach einem anstrengenden Arbeitstag fuhr sie im Auto nach Hause. Die Spannungen wurden schlimmer, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause. Das Letzte, was sie wollte, war ein Streit mit ihrem Mann. Sie hielt an, um eine Pause einzulegen. Sie brauchte unbedingt eine kleine Auszeit. Das hatte sie sich verdient und beschloss deshalb, sich im örtlichen Nagelstudio verwöhnen zu lassen. Also fuhr sie direkt zum Salon. Nach einiger Zeit kam sie dort an. Melissa war Stammkundin und freute sich darauf, ihrem Lieblingsmitarbeiter ihre Gefühlslage von der Seele zu reden. Als Melissa jedoch nach Sergio fragte, erfuhr sie, dass er krank war. Die Anspannung kehrte sofort zurück. Der Tag schien nur noch schlimmer zu werden. Als sie von der Situation hörte, bot sich die Angestellte Lisa Williams als Ersatz an. Melissa war zwar noch enttäuscht über Sergios Abwesenheit, wollte Lisa aber eine Chance geben. Die beiden setzten sich zusammen, um mit der Verwöhnbehandlung zu beginnen. Melissa erzählte Lisa, dass sie dieses Mal ihre Nägel dunkler haben wollte als gewöhnlich. »Ich habe diese schwarze Linie, seit ich mir den Finger in der Tür eingeklemmt habe, und ich möchte diese überdecken«, erklärte sie. Der Gesichtsausdruck von Lisa machte Melissa unruhig. »Okay«, sagte Lisa, ihr Tonfall klang aber besorgt. Sergio klang nie so. Sie überlegte, ob heute nicht der richtige Tag für eine Behandlung war und ob sie den Termin verschieben sollte. Dann wäre Sergio wieder da und sie würde sich wohler fühlen. »Es war also ein Unfall?« Lisa fragte weiter nach dem seltsamen Fleck auf Melissas Nagel. Sie fühlte sich unwohl, als die Mitarbeiterin das Thema wieder aufgriff. »Ja«, antwortete sie, »aber das ist schon länger her. Muss ich mir deswegen Sorgen machen?« Melissa tat es aber bereits. Sie hoffte wirklich, dass alles in Ordnung war. Sie konnte nicht noch mehr Probleme gebrauchen. »Ich bin sicher, es ist nichts.« Lisas Antwort beruhigte sie zunächst, bis zu ihrem nächsten Satz. »Könnte es auch ein Kalziummangel sein, der die Heilung behindert?« Das hörte sich für Melissa nicht richtig an. »Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich zu viel Milch trinke.« Lisa war das Gespräch sichtlich unangenehm, trotzdem wollte sie ihrer Kundin etwas sagen. »Ich denke, du solltest damit zum Arzt gehen.« Das war zu viel für Melissa. Der Stress durch die Probleme zu Hause und auf der Arbeit wurde immer größer und sie wusste nicht, ob sie noch mehr aushalten könnte. Und als sie endlich mal nur an sich dachte und ihre Sorgen und die Anspannung vergessen wollte, stellte sich heraus, dass sie vermutlich krank war. Alles verschwamm vor ihren Augen und sie wurde ohnmächtig. Melissa wurde ins Krankenhaus gebracht. Als sie aufwachte, klärten freundliche Ärzte und Krankenschwestern sie darüber auf, was geschehen war. Nachdem sie sich etwas ausgeruht hatte, fühlte sie sich besser. Sie wollte die Klinik verlassen und machte sich auf den Weg zum Ausgang, aber eine Krankenschwester versperrte ihr den Weg. Diese sagte Melissa, dass Lisa sie besuchen wolle. Diese erzählte der Schwester von Melissas Nagel. Sie wollte sie nicht beunruhigen, aber Gesundheit ging schließlich vor. Sie wollte sichergehen, dass alles in Ordnung war. Nach einem Blick auf Melissas schwarzen Nagel machte auch die Pflegerin ein besorgtes Gesicht. Um eine weitere Panikattacke zu vermeiden, beschlossen die Ärzte, Melissa einem richtigen Test zu unterziehen, denn sie hatten eine Vermutung. Es war Krebs. Die Verletzung ihres Nagels war tatsächlich eine spezielle Krebsform, wissenschaftlich als subunguales Melanom bezeichnet. Melissa hatte Lisa zuerst seltsam gefunden, aber sie hatte tatsächlich nur ihr Bestes im Sinn gehabt. Sie hatte den Krebs in einem frühen Stadium erkannt, was ihrer Kundin langfristig das Leben rettete. Diese Geschichte zeigt, dass man seiner körperlichen und geistigen Gesundheit niemals zu wenig Bedeutung beimessen sollte. Es ist wichtig, den eigenen Körper auf Knoten oder blaue Flecken zu untersuchen und im Notfall zum Arzt zu gehen. Melissa hatte großes Glück, Lisa zu haben, jemand, der den Notfall erkannte.
Jemand wie sie hätte auch Erin Youngerberg geholfen, bei der 2010 ein Melanom diagnostiziert wurde. Sie hatte ein rosafarbenes Muttermal auf ihrem Rücken, das leicht erhaben und sehr rund war. Ein Jahr vor der Diagnose ging sie zum Arzt, weil es juckte. Dieser gab Entwarnung, riet ihr aber, es im Auge zu behalten. Er hielt es für nichts Ernstes. Erin hatte kein gutes Gefühl und war sich sicher, es steckte mehr dahinter. Und so behielt sie den Leberfleck im Auge. Sie reiste gerne und während eines Urlaubs außerhalb der USA bemerkte sie, dass der Fleck größer wurde und sogar zu bluten begonnen hatte. Nach ihrer Rückkehr machte sie sofort einen Termin, um ihn entfernen zu lassen. Erin erhielt einen Anruf des Dermatologen, der ihr ernste Neuigkeiten mitzuteilen hatte. Noch bevor er etwas sagte, ahnte sie bereits, dass es nichts Erfreuliches war. Als sie erfuhr, dass sie Krebs im vierten Stadium hatte, war sie fassungslos. Der Dermatologe wollte sie trösten und sagte, sie solle durchatmen. Nach der Diagnose ging Erin online und startete einen Blog, um zu berichten, wie es ihr ging. Sie tat dies für sich selbst, aber vor allem auch, um das Bewusstsein für Melanome zu schärfen. An dieser Krebsart erkranken in den USA jedes Jahr etwa 100.000 Menschen. Trotz dieser erschreckenden Zahlen möchte Erin zu einer positiven Einstellung ermutigen. Sie sagt, in der Welt des Melanoms hat sich viel verändert. Damit meint sie die Wirksamkeit der Behandlungen und dass man auch nach der Diagnose noch sein Leben leben kann. Seit der Schreckensnachricht konnte Erin glücklicherweise weiter um die ganze Welt reisen, von Thailand bis Schottland, und sie sieht immer noch ziemlich gesund aus. Ihre Botschaft ist, dass man auf seinen Instinkt vertrauen sollte. Wenn man das Gefühl hat, dass etwas an seinem Körper nicht stimmt, sollte man unbedingt die richtigen Leute um Rat fragen und regelmäßig zur Vorsorge gehen. Es ist nicht nichts. Hier ist eine weitere Geschichte darüber, wie wichtig es ist, seinen Instinkten zu vertrauen, vor allem beim eigenen Körper. Manchmal treffen Krankheiten die Menschen völlig unvorbereitet. Ich gehöre zu den Leuten, die noch nie einen Tag in ihrem Leben krank waren, sagte Mark Turok ironisch. Er hatte das Glück, lange Zeit gesund gewesen zu sein. Das hieß aber auch, dass er seine Krebsdiagnose nicht kommen sah. Eines Tages saß er daheim vor dem Fernseher. Da fühlte er einen seltsamen Knoten am Hals. Manche Menschen haben solche Beulen am Körper, die völlig normal sind. Als er es seiner Freundin zeigte, sagte diese nur, ach, da ist doch nichts. Sie hielt nicht viel von Panikmache wegen eines kleinen Knotens. Er schüttelte den Kopf und erwiderte, nein, das ist nicht nichts. Mark ließ die Geschwulst vom Arzt untersuchen und schon auf dem Nachhauseweg mit dem Bus rief dieser ihn zurück. Er zögerte, Mark die schlechte Nachricht zu überbringen. Bei ihm wurde ein Plattenepithelkarzinom im Kopf- und Halsbereich diagnostiziert. Wie viele andere Leute seiner Generation googelte Mark die Krankheit sofort im Internet, um sich zu informieren. Er war schockiert, als er erfuhr, dass er innerhalb weniger Jahre seine Stimme verlieren oder sogar sterben könnte. Doch die Sorgen waren umsonst. Er fand einen großartigen Arzt und die Behandlung heilte ihn vom Krebs. Ehrlich gesagt, so Mark, mein Leben ist wieder völlig normal. Das zeigt, dass es sich langfristig auszahlen kann, wenn man so schnell wie möglich das tut, was man für das Beste hält. Die Beule. Genau wie Mark fand auch Diana Sears einen Knoten an ihrem Hals. Sie war Ärztin und hatte bereits mit Krebspatienten gearbeitet, sodass sie nicht sofort an Krebs dachte. Sie ging von einer leichten Infektion aus. Es ist eigentlich normal, dass man ab und zu Beulen an seinem Körper findet, die aber völlig harmlos sind. Der Knoten ging jedoch nicht weg, auch nach der Einnahme von Antibiotika. Als sie andere Leute nach ihrer Meinung fragte, sagten alle, sie solle sich keine Sorgen machen. Diana hatte trotzdem das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, und sie hatte recht, denn es war tatsächlich ein bösartiger Tumor. Dianas Heilungsweg war nicht einfach. Sie musste mehrere Operationen überstehen und hatte sogar einen Schlaganfall. Sie sagte, es ist überwältigend, über all diese Dinge nachzudenken, die passiert sind. Im Laufe von mehreren Wochen hatte sich ihr Leben völlig verändert.
Nach einiger Zeit wurde jedoch bei einer MRT-Untersuchung bestätigt, dass sie krebsfrei war. Heute geht es Diana beruflich sehr gut und sie hat das Gefühl, dass ihre Erfahrungen helfen, sich besser in ihre Patienten hineinzuversetzen. Es kann Angst machen, wenn man merkt, dass sich etwas scheinbar Harmloses als ernsthafte Krankheit herausstellt. Hoffentlich helfen dir diese Geschichten, dich selbst und andere besser zu verstehen. Magst du unseren Kanal? Dann sehen wir uns beim nächsten Video.